Matuschka ist 16 Jahre alt und geht in die 11a. Bis vor einem Jahr war er ein guter Schüler und dann ist er ziemlich abgesagt. Warum? Ja, ist eben ein paar Mal auffällig geworden. Er hat zum Beispiel mit ein paar anderen Wahlplakate der NPD demoliert. Das habe ich noch in meiner Studienzeit gemacht. Und dann hat er sich in unser Netzwerk gehackt. Ach, sieh mal einer an, wer war das? Er wollte uns warnen, wie einfach es ist, Noten zu manipulieren. Ja, dann. Und dann wurde er beim Carjumping erwischt, weil er so dumm war, direkt vor einer Polizeiwache über einen Mercedes 300 zu springen. Sagen Sie, Hecke, haben Sie so einen Quatsch eigentlich in Ihrer Jugend auch gemacht? Ich? Ach Gott, ich vergaß. Sie sind natürlich mit Schlips im Kragen auf die Welt gekommen. So, dann finden Sie das hier wahrscheinlich auch komisch. Das ist kein Spaß mehr. Niklas Matuschka hat ein Drogenproblem. Um ein abschreckendes Beispiel für alle Schüler zu geben, schlage ich vor, wir streben seinen Schulverweis an. Darüber hinaus muss das strafrechtliche Konsequenzen haben. Helga, wir haben vor 2 Jahren beschlossen, eine Schule zu sein, die den Dialog sucht und die mit Informationen gezielt Suchtprävention betreibt. Wir? Nein. Sie haben das Konzept durchgesetzt und zwar mit ziemlich viel Tamtam. Weil es sich an anderen Schulen bewährt hat. Ja, an dieser Schule sind Sie erfolgreich gescheitert. Wo haben Sie die Tabletten denn gefunden? Die sind Niklas beim Wettrennen aus der Hose gefallen. Haben Sie das gesehen? Ja, gesehen. Die Schüler haben mir... Nein. Und damit wollen Sie bei Gericht durchkommen? Also Entschuldigung, diesen Blödsinn, den der hier seit Wochen durchzieht, kann man doch nur im Drogendelirium machen. Oder im hormonellen Aufruhr der Pubertät. Warum nehmen Sie den Jungen so in Schutz? Hacker, Hacker, Hacker. Frau Jahn will Sie schützen, damit Sie nicht wegen übler Nachrede angezeigt werden. Hacker haben wir ausgebremst, aber das Drogenproblem bleibt. Ich fange noch in dieser Woche mit der Informationsarbeit bei der 11a an. Spätestens nach dem Wochenendseminar habe ich die wieder im Griff. Kurz bevor ich gehe, muss die Schule ja nicht noch Ärger kriegen. Ich meine, heutzutage steht das in jeder Zeitung und wird im Fernsehen übertragen. Bei mir geht's heute in die Richtung. Gar nicht mit Ihrem Flitzer unterwegs? Nein, ich dachte, ich tue mal wieder was für meine Figur. Das wollte ich Ihnen schon lange empfehlen. Bis morgen. Ciao. Hey, 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 immer langsam! Fürs Raushauen. Na, danke. Die Pillen waren nicht von mir. Ich muss jetzt. Ich verstehe es nicht. Warum helfen Sie mir, aber glauben mir gar nicht? Verstehe nicht. Jeder verdient die Chance, aus seinen Fehlern zu lernen. Mhm. Aber bin ich in die Gefahr für Ihr Drogenpräventionsprogramm an der Schule? Glaub mir, wenn ich dich mit Drogen erwische, dann zeige ich dich an. Es hat geklingelt. Was haben Sie denn für eine Meinung von mir? Jan? Du, ganz schlecht heute. Ich feiere gerade ein bisschen mit Michael. Aha. Nee, heute ist dein letzter Tag im UKE gewesen. Nein, hier in Lübeck. Und zwar im Dentalcenter NCA. Tja, ist grandios, ne? Tägliche Fahrt nach Hamburg fällt weg, doppeltes Gehalt und jede Menge Urlaub. Ja, finde ich auch. Du, lass uns nächste Woche einen Tee trinken, ja? Ist das hier das Aufbauseminar für Punkteabbau? Punkt, genau getroffen. Wie viele Punkte haben Sie denn abgeschossen? 8. Ich 10. Und Sie? 14. Dann sind Sie nicht freiwillig hier. Nee. Wie viel haben Sie, wenn ich fragen darf? 17. Oh. Muss man da nicht den Idiotentest machen? Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Niklas? Dein Rucksack. Nachher treffen wir uns dann. Guten Abend, Frau Jahn. Guten Abend. Tschüss. Niklas? Wir haben noch eine Kleinigkeit zu tun.
Tschüss. Danke. Darf ich euch in den Seminarraum bitten? Jetzt weiß ich jetzt, was ein Wendefeld ist. Wendehammer. Wendehals. Okay. Tschüss. Ich muss. Ne? Okay. Alles klar. Ciao. Wartest du hier auf mich? Ja, ich wusste nicht, was sie mögen. Ich dachte, Pizza Fungi mag doch jeder, oder? Ist noch ganz warm. Hm? Nein, danke. Haben Sie vielleicht sowas wie eine Pilzallergie? Nein. Hast du langsam schon angewöhnt, dass Sie alles abschlagen, was ich Ihnen anbiete? Sag mal, mit 16 darfst du doch noch überhaupt keinen Führerschein machen. Hey, ich bin auch nicht 16, ich bin 16 Jahre und 6 Monate alt. Da darf man anfangen. Ach so. Ein schönes Verkehrschaos. Sie sitzen da im Aufbauseminar wegen Punkteabbau, nicht ich. Gut gekontert. Wie viele Punkte haben Sie eigentlich? 7. 7 Punkte? Ja. Wie bekommt man 7 Punkte? Wahrscheinlich, wenn man ein Auto hat, das zu leicht zu schnell fahren kann. Ich habe mich schon gewundert, warum Sie nicht mal mit Ihrem Formel 1-Wagen zur Schule kommen. Tja, das kannst du jetzt allen erzählen. Ich würde dich übrigens bitten, das nicht zu tun. Mhm. Wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, da weiß überhaupt niemand was davon. Ich glaube, nicht mal Ihr Mann weiß was davon. Kann das sein? Oder? Das ist mein Bus. Ja. Das war der letzte. Shit, und mein Akku ist leer. Gib mir mal dein Handy, ich möchte mir ein Taxi rufen. Das habe ich zu Hause liegen gelassen. Bitte? Das habe ich zu Hause liegen lassen. Was mache ich denn jetzt? Mein Skateboard. Das ist das billigste Taxi am Platz. Ich bin noch nicht lebensmüde. Ich habe das echt noch nie gemacht. Sind Sie Rechtshänderin? Sind Sie Rechtshänderin? Sie sind Rechtshänderin. Ich weiß, dass Sie Rechtshänderin sind. Ja, Achtung. Ich glaube. Ich hab's vergessen. Nicht los, das! Nicht los, bitte! Bist du irre? Sag einfach! Oh Gott! Das Wichtigste ist überhaupt das zentrale Gewicht. Das müssen wir in der Mitte sein, Feuern. Jetzt habe ich mich ernsthaft verletzt. Reingelegt. Das finde ich überhaupt nicht komisch. Hier wohnen wir übrigens. Ich weiß. Danke für das Skateboard-Taxi. Da kommt mein Mann. Andrea. Hallo? Du bist ja noch wach? Das ist Niklas Matuschka, einer meiner Schüler. Hallo, Niklas. Ja, wir haben an dem Infowochenende gearbeitet. Mhm. Drogenprävention. Ich helfe da beim Organisieren. Diese Skateboards sind ja eigentlich noch angesagt. Meine Praxis ist voll mit Leuten, die hier oben gar nichts mehr haben. Als ich in ihrem Alter war. Ich hatte so ein Bonanza-Fahrrad mit so einem Bananensattel. Und das habe ich geliebt. Das habe ich immer nachts, wiedersehen, Niklas, in mein Schlafzimmer genommen. Und, na ja, gut, du, ich kannte dich ja noch nicht. Ja? Dieser Sattel, der war so schwarz-orange gestreift. Ja. Ja, Lisa, ich bin zu Hause, ich schlafe schon.
Tomatensoße mit Oliven, Hagebuttenkonfitüre und dann dieser Sekt. Also, das alles für 10 Jahre Schufterei. Sieht genauso aus wie die miese Bezahlung. Der miese Kaffee, das Desinteresse an meiner Forschung. Hallo. Niklas! Warum hast du das gemacht? Was gemacht? Die Blüte abgeschnitten. Ja, und davon geht die Welt nicht unter. Die gehören deiner Mutter. Ja, und glaubst du, sie kommt wieder, wenn die Blüten an sind, oder was? Sie lässt sie nicht im Stich. Aber die Blumen sind ihr scheißegal. Mach das nie wieder. Du musst gut lachen. Nicht mal Michael weiß was davon. Na, jetzt weiß es bald die ganze Schule. Du, bitte, das muss schon unter uns bleiben. Versprich mir das. Dein nächtlicher Chauffeur bringt's unter die Leute. So, meine Information macht ihn zum King. King Kong wird er, wenn er dich dazu bringt, dich in ihn zu verlieben. Fühlt sich jung, attraktiv, geehrenswert. Lebst in einer Liebesgeschichte. Die Realität ist, dass er einfach nur seine Lehrerin flachlegen will. Danach zieht er sich stolz die Jeans hoch, bindet die Schuhe zu und geht aus der Tür. Und man ist einfach nur schäbig und alt. Ich bin Treppe runter, weißt du? Und dann Gipfel machen und dann. Zigarette ausmachen. Ihr seid 16 Jahre alt. Ihr dürft Zigaretten rauchen, Alkohol trinken. Und ihr könnt euch in der Videothek das Texas-Kettensägen-Massaker ausleihen. Verbote und Strafen werden euch nicht daran hindern, illegal Drogen zu konsumieren. Aber ihr seid 16. Und ihr könnt euch dafür oder dagegen entscheiden. Um euch entscheiden zu können, müsst ihr euch eine Meinung bilden. Und um euch eine Meinung bilden zu können, müsst ihr informiert sein. Und genau deshalb bin ich hier. Nicht um euch Drogen zu verbieten, sondern um euch über Drogen zu informieren. Könnt ihr bitte die Vorhänge schließen? So. Schauen wir uns mal an, was in eurem Gehirn passiert, wenn ihr einen Joint raucht. Niklas? Mündliche Prüfung. Bitte. Rekapituliere den Aufbau des Linsenauges. Reden wir nicht von Kiffi Kiffi? Was ist das? Netz, Linsen, Auge, Linsenhaut, Tränensack, weiß ich nicht. Und das? Das weiß ich nicht. Aber das? Das weiß ich auch nicht. Und das? Keine Ahnung. Das heißt also, dass unser Mittagessen nicht stattfindet. Michael, du kannst doch nicht am ersten Arbeitstag so anfangen, wie du am UKE geendet hast. Ja, Sprechstunde ist am Donnerstag. Sag mal, Niklas! Frau Jahn? Ich rufe dich zurück. Leere Sprechstunde ist am Donnerstag. Mit dem, was Sie da tun, verstoßen gegen Ihre eigenen Regeln. Das war ein Schauprozess. Stell dich darauf ein, dass du morgen wieder abgefragt wirst, Niklas. Was habe ich denn getan? Das verstehe ich nicht. Warum benutzen Sie jetzt Ihre Position gegen mich? Das verstehe ich nicht. Ja, ich will mit Ihnen reden. Bitte. Naja, gläserne Schule.
peinliche Nummer mit der Fahrschule vor aller Welt geheim zu halten. Und du, du hast nichts Besseres zu tun, als sie in alle Welt hinaus zu posaunen. Wo habe ich posaunt? Ach, hör doch auf. Ich habe dich doch gesehen, auf dem Schulhof. Mit Benno Tilsch und Rainer Stegmüller. Ich habe gesehen, wie ihr über mich gelacht habt. Ich habe einen Witz gemacht. Ja, mit Herrn Hecker beim letzten Abi-Streich, als sie den Wagen zubetoniert haben. Was habt ihr denn für eine Meinung von mir? Also, wenn das wahr wäre, müsste ich mich bei dir entschuldigen. Wir können mich auch zum Mittagessen einladen. Oder ich sie. Pech gehabt. Ich bin schon mit meinem Mann verabredet. Bitte. Aber Ihr Hochzeitstag ist erst nächsten Monat und Geburtstag haben Sie auch nicht, oder? Weißt du, wann ich Geburtstag habe? Ich weiß auch, dass Sie in Stuttgart auf dem Goldberg-Gymnasium Abitur gemacht haben. Ich weiß auch, dass Sie in Frankfurt Biologie und Chemie studiert haben. Ihr Mann haben Sie 95 geheiratet. Sie haben auf der Geburtstagsfeier Ihrer besten Freundin Gabi Grever kennengelernt. Stimmt's? Internet? Wenn du was persönlich über mich wissen willst, dann frag mich. Und schnüffel mir nicht hinterher. Guck mal. Ja, bis später. Aufklärungsunterricht. Fahrschule, Sie haben übrigens 70 Punkte und nicht 7. Ich hab dir immer gesagt, du musst ihn reinlassen, wenn du ihn halten willst. Ach, jetzt kein Scheiß! Hallo? Michael? Du hast 15 Minuten Zeit, dich umzuziehen. Die Kollegen warten im Golondrina, um das Jahn-Implantat zu feiern. Ich dachte, das wird so ein Fiasko. Ich hätte ja heute die erste Implantation mit der neuen Methode. Ich wette 10 zu 1, dass es funktioniert. Ich habe gleich Schiller in Hamburg angerufen und ihm die Publikation für den nächsten Monat angekündigt. Benzinger wollte es ja auch nicht glauben. Eine Revolution in der Mikromorphologie. Diskimplantate mit einer Porentiefe unter 1 μ. Die haben mich alle für verrückt erklärt. Auch im UKE, da haben sie echt nicht glauben wollen. Michael, ich. Du, ja, ich weiß, was du sagen willst. Wir sollten erst die Osteointegration abwarten. Das tun wir auch. Aber jetzt auf das Jahn-Implantat und auf einen schönen Abend. Michael, ich muss gehen. Ich muss gleich wieder weg. Was, wieso, warum? Zu diesem Infowochenende mit der 11. Klasse. Das muss organisiert werden. Das war doch gestern Abend. Ja. Aber wir sind nicht fertig geworden. Das ist doch kein Problem, das auf morgen zu verschieben. Du, bis ich da jetzt rumtelefoniere. Und dann klappt es bei einigen nicht. Und, Aber das geht nicht. Andrea. Warum hast du es mir nicht gesagt? Ich dachte, du arbeitest durch. Na, Entschuldigung, du hast gestern Abend vorgeschlagen, dass wir heute ins Golondrina gehen. Ja. Ja. Ich muss dahin. Ich war nächstes Wochenende mit denen weg und es muss noch viel gemacht werden. Erstens wollen wir uns einmal darum kümmern, weshalb jeder einzelne von Ihnen da ist. Frau Jahn? Frau Jahn? Ja. Willst du eigentlich jedes Mal auf mich warten? Sie haben doch gesagt, dass ich fragen, wenn ich das von Ihnen wissen will. Erste Frage. Was ist Ihr Lieblingsbuch? Gute Nacht, Niklas. Hier, ein Lesezeichen für Ihr Lieblingsbuch. Hallo? Ne?
Ich weiß, ich war völlig verfroren. Musstest du alleine feiern? Nein, es waren viele da. Benzinger hat uns alle eingeladen. Auch die aus dem Labor. Sehr gut, dann war es nicht so schlimm. Was gefehlt? Sag mal, warst du als Schüler mal in deine Lehrerin verliebt? Verliebt nicht, wir waren scharf auf sie. Sie hieß Meiring und hatte Haare bis zu den Pobacken. Und wenn sie unsicher war, dann machte sie mal so. Was ist aus ihr geworden? Die muss jetzt 88 sein. Du bist wunderschön. Das Seminar basiert auf Vertrauen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn er dabei ist. Vielleicht ist das seine Chance, ihr Konzept mal zu begreifen. Das wäre schön. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Danke. Guten Morgen. 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 Was haben Sie denn da im Koffer? Butler, der Ihre Anzüge bügelt? Oh. Kommt da noch eine Hand raus? Andrea, ich finde, wir sollten unser Kriegsbeil begraben, oder? Gerne. Schön. Darf ich Ihnen die Tasche abnehmen? Danke. Bis gleich. So, da muss man rein. Viel Glück. So, Nachzügler, ran hier! Wir fahren in 2 Minuten ab. Bewegung. Sind Sie Jäger? Jäger? Ach so. Das ist ein Hobby von mir. Instinktives Bogenschießen. Kennen Sie das? Nein. Das ist nur Pfeil und Bogen, sonst nichts. Also keine Hilfsmittel, nichts, gar nichts. Das Auge sieht und das Gehirn steuert die Hand unbewusst in die korrekte Position, um das Ziel zu treffen. Und was machen Sie so sportlich? Sportlich machen Sie was? Ich jogge. Joggen? Das ist ja eine unglaublich archaische Sportart. Hey, hier ist geil, komm mal. So schick. Kaputt gemacht. Hey, das ist Lisas Bett. Hey! Sag mal, habt ihr einen Flup oder was? Schnorrer. Weißt du ja? Eigentlich nicht. Die haben auch keine Flocken. Oh Mann, ist das trostlos hier. So, Hand aufs Herz. Wer von euch hat schon mal Drogen genommen? Ludwig! Ich. Als ich in eurem Alter war, habe ich zusammen mit meiner Freundin Gabi Gräber Haschplätzchen gebacken. Wir haben gegessen und gegessen, bis die Teller leer waren, aber high sind wir davon nicht geworden. Warum? Vielleicht Grüntee mit Gas verwechselt. Auch schön. Weil der Backofen zu heiß war. Durch die Hitze haben wir das rauscherzeugende THC zerstört. Und so bin ich um einige Drogenexperimente herumgekommen, weil ich dachte, dass Drogen bei mir nicht wirksam sind. Das ist eine Hanfpflanze. Wollen wir die rauchen oder was? Eine vielseitig nutzbare Kulturpflanze. Man kann Textilien und Papier, sogar Speiseöl draus. Leckere Zigaretten. Nur wenige Sorten davon enthalten THC und die nennt man Cannabis. Aus dem Harz der Drüsenhaare wird Haschisch hergestellt und aus den getrockneten Blättern Marihuana. Die Züchtung hybrider Varianten hat dazu geführt, dass ein Joint heutzutage 50 Mal stärker ist als ein Joint in meiner Jugend. Geil. So, jetzt brauche ich einen Freiwilligen für einen Drogenschnelltest. Ludwig. Niklas. Komm. Oder hast du Angst, ich könnte dich überführen? Ja, oder vielleicht verführen. Wann bist du gestern aufgestanden? Um 7. Was hast du dann gemacht? Lauter. Geduscht und
mich angezogen. Was hast du angezogen? Jeans und einen roten Pullover und Schuhe. Was hast du gefrühstückt? 3 rohe Eier mit Zucker. Rocky Balboa. Welche Fächer hattest du gestern? Erdkunde bei Herrn Hecker, dann Englisch und Sport. Gut, danke. Was haben Sie für eine Meinung von mir, als würde ich Drogen nehmen? Wenn Niklas gestern einen Joint geraucht hätte, könnte er sich an all diese Details überhaupt nicht mehr erinnern. Haschisch erzeugt einen irreparablen Blackout im Gehirn. Drogen machen blöd. Ja, Ludwig. Hm? Schiebt eure Entscheidung, ob ihr legale oder illegale Drogen nehmt, auf, bis ihr erwachsen seid. Drogen in eurem Alter zu nehmen, ist chemischer Vandalismus in eurem Gehirn. Ihr habt alles zu verlieren und nichts zu gewinnen. Nee, Ludwig, merkst du selber, wa? Oh, Niklas, das muss ich mir noch mal überlegen. Okay, komm. Okay, ich habe einen Apfel am Bein. Nicht so schnell. Du bleibst hier, Niklas. Was hast du ihm ins Bier getan? Gar nichts. Lüg mich nicht an! Ich habe ihm Ecstasy reingebröselt. Es war ein Scherz. Ein Scherz? Du nennst das da einen Witz? Und ich rede mir den Mund fusselig und appelliere an euren Verstand? Und bei dir geht das nur da rein und da raus? Respektlos von dir. Verschwinde. Niklas, wir warten schon alle auf dich. Wir sitzen schon alle im Bus. Komm, lass uns später noch mal über alles sprechen. Okay? Los, jetzt komm. Wo ist denn überhaupt deine Jacke? Komm. Ich hab schon wieder versaut. Was? Ich hab schon wieder versaut. Was hast du versaut? Jetzt komm. Ich probier's. Ich hab's wirklich probiert, aber ich hab's kaputt gemacht. Ich will sie nicht sehen. Ich will sie anfassen. Ich muss sie mal sehen. Aber ich will sie anfassen. Niklas, hör auf. Niklas. Nein, hör auf. Hör auf. Wir gehen jetzt in den Bus. Los, steh auf. Steh jetzt auf. Herrgott, noch mal. Wo ist deine Jacke? Alles okay? Ja, danke. Es ist alles okay, danke. Geile Hecker, ey. Das gibt's nicht. Guck dir das an. Der Typ ist der Hammer. Ey, das kommt alles ins Netz, ich schwör's euch. Das ist der Lehrkörper. Das ist der Lehrkörper.
Niklas! Niklas! Ich werde Hacker nicht erzählen, was du mit ihm angestellt hast. Und mich anzeigen? Sollten Sie mal machen, wenn ich Drogen genommen habe, oder? Warum? Warum machen Sie es nicht? Ich liebe Sie. Du liebst mich nicht. Du sehnst dich nach sexuellen Erfahrungen und die kann ich dir nicht geben. Kennen Sie das Guinea Ufer? Da ist ein Hausboot. 19 Uhr. Wenn Sie wollen. Nicht so schnell. In einer halben Stunde habe ich den nächsten Patienten. Wir haben Wartezeit bis ins dritte Quartal. Ich bitte dich, Michael, du bist einer der besten Implantologen in Deutschland. Und deswegen bin ich auch nicht auf dem Golfplatz, sondern am Arbeitsplatz. Du könntest mich wenigstens mal fragen, wie mein Wochenende war. Wie war dein Wochenende? Bist du glücklich, Michael? Ja, ich glaube, ich bin glücklich. Scheiße, bis ich dich nach Hause gebracht habe. Ich komme zu spät. Ich nehme mir ein Taxi. Es tut mir leid, jetzt steig doch wieder ein. Was ist überhaupt mit deinem Auto? Ich habe seit 3 Wochen keinen Führerschein mehr. Und warum weiß ich das nicht? Weil du dich nur für die 10 anderer Leute interessierst. Dein Vater hat mir gesagt, dass du hier bist. Und was? So? Dir dein Buch wiedergeben. Das hast du mir doch geliehen. Okay. Wo ist es? Gibt's her? Ich hab's vergessen. Schlimmes? Nein. Michael, bitte, wir brauchen den Urlaub. Ich weiß. Tschüss.
Diane hat noch eine Besprechung im Headquarter. Die kommt ein paar Minuten später. Der Hacker hat gebeichtet, dass es seinerseits einen kleinen peinlichen Ausrutscher gab. Weil mir etwas ins Bier geschüttet worden ist. Wer sollte Ihnen denn was ins Bier schütten? Das weiß ich Ihnen nicht. Jedenfalls gehe ich davon aus, dass das Drogen gewesen und Ecstasy irgendwas. Wenn Herr Hacker unter Drogeneinfluss gestanden hätte, dann hätte ich einen Arzt gerufen. Hätte. Hat sie aber nicht. Weil sie den Täter schützen wollen. Stimmt's? So war's doch. So war's. Frau Schemmer, so geht das nicht. Hacker, bellen Sie hier nicht so rum. Sie haben keine Beweise. Oh doch. Indem ich zum Arzt gehe. Morgen. Entschuldigt, ich bin ein bisschen spät. Wir schreiben morgen eine wichtige Klausur. Also lasst uns die Zeit nutzen. Weiß jemand, wo Niklas ist? Benno. Keine Ahnung. Rainer? Kein Plan. Lisa, hast du Niklas gesehen? Ich bin gleich wieder da. Quark? Darf ich den behalten? Klar. Er schläft mit dir. Ein weiteres Thema, das ich mir an eurer Stelle sehr genau ansehen würde für die morgige Klausur, ist das Thema auf Seite 69. Schlag bitte mal die Bücher auf. Was geht denn ab? Das Thema der Osmose. Niklas nagelt die Jahre. Erläutere. Geil. Lisa hat's gesehen. Wenn man etwas Salz in ein Glas gibt und danach vorsichtig Wasser überschüttet. Hey, weißt du was? Die machen es mal auf dem Hausboot von seinem Vater. Die machen alles. Von vorne, von hinten und... Ich geh schon mal Zähne putzen. Kira. Was soll das? Ich habe mit mir selbst gewettet, dass sie in weniger als 2 Minuten rauskommen würden. Ich habe gewonnen. Du hast verloren, Katrin. Dafür gibt es 0 Punkte. Wetten, dass ich dafür 15 Punkte bekomme? Für was? Für ein leeres Stück Papier? Ich weiß, dass sie Niklas ficken. Wie kommst du auf so einen absurden Gedanken? Niklas macht daraus kein Geheimnis. Für 15 Punkte. Und die Garantie dafür, dass ich wegen Bio und Chemie nicht sitzen bleibe. Sexuelle Nötigung eines Schutzbefohlenen. Ich weiß, dass mein Vater sofort zur Polizei gehen wird.
Orchideen sind das Einzige, was Svenja, meine Frau, die hat sie nicht mitgenommen. Ihre Frau hat sie verlassen? Ja, vor einem Jahr. Wo ist Niklas? Niklas! Warum soll ich ihn so einen Scheiß in die Welt setzen? Glauben Sie, ich will ihm wehtun? Ihn vielleicht Ärger machen? Ich fasse es nicht. Können Sie bitte einmal diese scheiß Meinung, die Sie von mir haben, in den Müll schmeißen und mit mir sprechen? Mit mir? Tut mir leid. Warum sind Sie nicht gekommen? Niklas, was stellst du mir hier für Fragen? Stimmt, ja. Und wenn Sie keine Lehrerin mehr wären? Und ich nicht mehr Ihr Schüler? Was wäre dann? Hätten wir dann sowas wie eine Chance? Ich werde diese Frage nicht beantworten, weil ich sie mir nicht stellen werde. Zauberheiler von Vera Cruz in der Gegend von San Andres Tuxla. Wirken noch Zauberheiler mit Tränken, Heilpflanzen, Zaubersprüchen und Puppen in die Nadeln gestochen werden. Das finde ich unglaublich. Mhm. Und weißt du, was noch unglaublich ist? Diese Pässe hier, die sind seit 5 Jahren abgelaufen. Stell dir mal vor, wir wären mit diesen schicken Pässen am Einchecken nach Mexiko gestanden. Wäre eine Katastrophe geworden. Andrea, ich fürchte, der Urlaub findet nicht statt. Wie bitte? Benzinger hat dieses Ferienhaus in Schweden. Ja? Seit seinem Herzinfarkt vor ein paar Monaten will er mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Du hast ihm gesagt, dass das nicht möglich ist, weil deine Frau als Lehrerin genau von diesen Ferien abhängig ist. Und zwar immer. Nein, ich habe ihm gesagt, dass ich ihm die Ferien schenke. Das hast du nicht. Doch. Nur weil du so karrieregeil bist und im Moment keine Chance hast. Das hat mit Karriere nichts zu tun. Ich bin zu Benzinger gegangen, weil ich dort entwickeln kann, weil ich dort forschen kann. Die Implantationstechnik, nach der ich noch gelernt habe, die wird bald überaltet sein. Ich brauche 2 Monate, um meine Dokumentation abschließen zu können. Und ich dachte, du gehst zu Benzinger, damit wir mehr Zeit für uns haben. Andrea, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn du alleine Urlaub machst. Sag mal, ich glaube, du verstehst überhaupt nicht, um was es hier geht. Hallo Ingrid. Michael, ist Andrea da? Das da. Du meine Güte, ich hab's vor einer Stunde bekommen. Frau Scherbach, bis gleich. Sie will, dass ich zu mir... kannst du mich zu ihr fahren, bitte? Ja, natürlich.
Das ist eine Lüge. Ich weiß, dass man mit dem Computer einiges machen kann. Aber so echt? Heute Morgen hat mich Katrin Demel versucht zu erpressen, indem sie mir ein Verhältnis mit ihm unterstellt hat. Ich bin natürlich nicht drauf eingegangen. Aber das ist ihre Rache. Und warum sind Sie nicht zu mir gekommen? Weil ich dachte, dass ich das Problem im Griff habe. Ich habe Ihre Eltern zu einem Gespräch geladen. Das wäre meine Aufgabe gewesen. Wer hat die E-Mail denn noch bekommen? Gott sei Dank nur die Lehrerschaft. Ich habe sie zum Stillschweigen verdonnert. Wir treffen uns morgen am Sonntag, um darüber zu reden, wie wir vorgehen. Ich will das ohne Schulbehörde machen. Weißt du was, ich hab richtig Angst. Hast du mit ihm geschlafen? Nein. Dann hast du nichts zu befürchten. Das Foto ist eine Fälschung. Dann geh zur Polizei und erstatte Anzeige wegen übler Nachrede. Die Scherbach, die will das intern regeln. Du musst zuerst handeln. Du musst überraschen. Als ich das Foto gesehen habe, da war es meine Pflicht, Anzeige zu erstatten. Ich glaube, das wäre meine Aufgabe gewesen. Allerdings. Nun hätten Sie wieder alles unter den Teppich gekehrt. Hecker, wenn Sie meine Nachfolge antreten wollen, dann brauchen Sie auch meine Stimme. Mein Arsch weiß ich, mein Klackarsch. Der ist gut für die Titelseite. Gnädige Frau, für welche Presse arbeitet ihr? Ich werde hier wohnen bleiben, das ist mein Haus. Ich muss mich nochmal kaputt machen. Schönen Tag noch. Ist das eigentlich nicht in die Praxis? Nein. Herr Benzinger hat mich zu sich rufen lassen und... Nein. Vergiss ihn und die ganze Praxis. Weißt du, ich habe definitiv eine Entscheidung getroffen. Michael, bitte guck mich an. Ich will nicht mehr in unser altes Leben zurück. Was meinst du damit? Du weißt genau, was ich damit meine, Michael, bitte. Ich bin mir im Moment nicht sicher. Unser Leben hat sich doch ständig verändert. Findest du, ja? Es ist alles anders geworden.
Wo war denn deine Wut, als du das Foto gesehen hast? Deine Frau? Nackt? Mit einem anderen Mann? Ich habe dir geglaubt, dass das Foto eine Fälschung ist. Ich vertraue dir. Das ist in meiner Ehe so. Mein Schatz. Also bitte, hast du mit ihm geschlafen? Hast du mit ihm geschlafen? Hast du mit ihm geschlafen? Willst du das wirklich wissen? Ja? Das interessiert dich doch gar nicht. Du weißt doch nicht mal, welches Buch ich gerade lese. Andrea! Ich fahre seit Stunden durch die Stadt und ich weiß nicht mehr, wohin. Du, Andrea, wenn du jetzt hier bleibst, dann wird sie auch über mich berichten. Und irgendwann findet einer raus, dass ich ein Verhältnis mit einem Schüler hatte. Tut mir leid, Lee. Tut mir so leid, Lee. Ja? Frau Jahn, was machen Sie denn hier? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wo ist Niklas? Ich weiß nicht. Er war die ganze Nacht nicht hier. Kommen Sie erst mal rein, wir machen uns einen Kaffee, ja? Andrea, seit Stunden versuche ich, dich zu erreichen. Ruf doch mal zurück. Andrea, kannst du mich mal zurückrufen? Andrea, ich versuche seit Stunden, dich zu erreichen. Jetzt ruf doch mal zurück. Wir müssen reden. Was ist eigentlich passiert?
Ja, keine Ahnung. Jedenfalls sind Sie keine Lehrerin mehr und ich nicht mehr Ihr Schüler. Ich suche meine Frau. Ich habe keine Ahnung, wo Sie sind. Wissen Sie, erst wenn man jemanden verloren hat, merkt man, wie sehr man ihn braucht. Lassen Sie das bitte. Mein Leben war vollkommen. Ich habe das erst kapiert, als der Umzugsmann vor der Tür stand und Sie Ihre Sachen hoch. Hallo. Hallo. Es hat mich gefreut, dass Catherine John Ferguson verzeiht. Eine neue Chance für ihre Liebe. Ich bin mir sicher, dass sie in Kanada ihr Glück finden. So weit war ich noch gar nicht. Entschuldigung, jetzt habe ich den Schluss verraten. Was ist denn aus Dr. McGregor geworden? Den hat das Gelbfieber erwischt, aber vorher konnte er noch sicher die weißen Kinder nach Rochester bringen. Gut. Andrea, ich... Es gibt Dinge, die ich liebe in der Ehe. Ich liebe die Vertrautheit. Sie ist wie eine Tätowierung. Eingeritzt in unsere Haut. Und irgendwann dann denken wir gar nicht an sie. Ich nehme an, ich bin jetzt sehr konventionell. Mir ist kalt. Komm, wir fahren nach Mexiko. Ach, Zihuatanejo.